Ist euch mal aufgefallen, dass wir in Vanguard irgendwie keine Updates kriegen? Das Haus. Haus den ganzen Tag. Es ist einfach diese eine Map. Ihr spielt die ganze Zeit diese Map. Mehr ist das nicht. Dreier Herrschaft. Herrschaft auf drei ausgewählten Karten mit allen Tempos. Ihr spielt normal Herrschaft. Das ist kein Modi, nichts. Blitzangriff Team Deathmatch. Schalte die Spieler des gegnerischen Teams mit Hilfe von Teamwork aus. Es gewinnt das Team, das zuerst die Punktegrenze erreicht. Das ist einfach nur Team Deathmatch. Mehr ist das nicht. Pacific Party. Ich habe letztens schon mal Pacific gespielt und es sind keine Pacific Maps. Es sind ganz normale Standard Maps. Ja, da gibt es auch Raketen Hill 2er und Champion Hill 3er. Also, die haben sich so gedacht, komm, ein Platz fehlt noch. Ja, nehmen wir einfach Champion Hill, nennen es Raketen Hill. Wir packen nur Raketen rein und wir stellen es ein, dass es immer nur ein 2 gegen 2 ist. Ja, zahlst 60 Euro für das Spiel, 70 Euro, wenn nicht sogar 80 oder 100 Euro und du kriegst keine Updates. Das sind keine Updates, das ist scheiße. Ich zeige euch mal, wie scheiße es ist und wie wenig Spaß diese Playlist macht, okay? Also wir starten mit das Haus, Haus den ganzen Tag. Als kleine Abwechslung spiele ich die Typ 100, die habe ich ja in ein paar letzten Videos, wo ich Vanguard gespielt habe, gelobt. 3, 2, 1. Wenigstens lädt das jetzt. Oh mein Gott. Haben die das gefixt, dass es endlich lädt? Alter. Call of Duty macht was für die Community? Also ihr müsst wissen, das Haus ist die chaotischste Map der... Die chaotischste Map der Welt und da gibt es auch die meisten Camper und hier chillt einfach jeder irgendwie in irgendeiner Ecke und macht einfach gar nichts. Man muss hier meistens durchpushen, weil man kann nicht von den Gegnern erwarten, dass sie reinlaufen, weil die campen hier alle nur. Auf der Map, das Haus brennt auch immer meistens alles. Es leckt auch immer, ja, gut, jetzt leckt auch irgendwie alles und so. Okay, nice, macht Spaß auf jeden Fall. Also, wenn ihr das Haus spielen möchtet, dann werdet ihr immer... Werdet ihr immer hier verbrennen. Abgekämmt. Let's go, Drohne. Let's... Ja, und Ballmunition holt mich. Let's go. Man kann die Map, das Haus, wirklich vergleichen mit Dome aus MW3. Nur der Unterschied ist, dass das Haus unsympathisch ist und Dome ist... Und Dome ist sympathisch. Guck mal, die schießt durch, durchgeht mit so blauen Laser im Zweiten Weltkrieg. Wer kennt's nicht? Er sieht mich nicht mal. Er hat einfach drauf geschossen mit seiner blauen Waffe. Let's go. Zweiter Weltkrieg. Blaue Waffen sind am Start. Let's go. Ich lieb's. Wir sind kurz von Zweiter Weltkrieg auf Star Wars. Das Imperium schlägt zurückgewechselt. Let's go. Komm, alle, so ein... Raus aus dem Scheiß. Oh mein Gott, wie scheiße, wie scheiße. Dreier Herrschaft, Herrschaft aus drei ausgewählten Karten mit allen Tempos. Also wir spielen Herrschaft, ganz normal Herrschaft. Alright Leute, Waffenwechsel, wir spielen die STG 44. Denn auf dieser Map ist die viel besser. Kann man hier nicht irgendwie inspizieren, die Waffe? Hallo? Inspizieren, danke? Wir verlieren Ziel Baker. Wer sagt so danke? Alright, 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 ich push rein, weil meine Teammates sonst gar nichts machen. Hier, passt auf, hier durchs Fenster schauen. Wie ein kleiner Peter. Let's go. Mhm. Eliminierung plus 100. Let's go. Wichtig und richtig. Von wo? Von wo? Ich weiß nicht, von wo die schießen. Also ihr müsst wissen, Leute, wir spielen gerade ganz normal Herrschaft und es ist einfach eine neue Playlist. Laut COD ist eine neue Playlist. Wir spielen ganz normal Herrschaft auf einer 0815 Map. Ganz normal. Und ich habe Spaß. Immer wieder. Es macht wirklich ein, zwei Runden, macht es wirklich Spaß. Dieses Gunfight, dieses Feeling. Es macht Spaß. Aber dann macht es gar nicht mehr Spaß. War das gerade ein deutscher Satz? Okay, Pre-Aim hier rein. Okay, wir pushen mal durch. Wir pushen an die Vorder... Vorderste Front rein. Ja, ihr müsst wissen, Leute, ich bin jetzt nicht mehr so gut mit Controller, weil ich bin ja auf Maus-Tastatur eigentlich geswitcht. Aber ich sehe es nicht ein, 50 oder 60 Euro wieder für Vanguard auszugeben für die PC-Version. Wäre es ein gutes Spiel, würde ich es machen. Aber nicht Vanguard. Wer kauft sich Vanguard? Imagine, ihr kauft euch Vanguard zweimal. Hoho. Komm, 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 jetzt pushy, 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 pushy. Hier hoch, hier hoch. Rechts, links. Oh, mein Aim ist so schlechter geworden. Holy shit. Trotzdem reicht's für die Bitch da hinten. Also ich habe lange kein Vanguard mehr gespielt, Leute. Das heißt, die Gegner sind gerade ziemlich crap. Man merkt's richtig. Nein, ich hätte gerade die ganze Großfamilie ausschalten können. Die spawnen hinter uns. Links. Rechts. Alter, Vanguard, geile Spawns. Die spawnen einfach da, wo wir spawnen. Boah, Alter, ich lieb's. Ja, wir stehen 20, nicht 20-3. Man kann ja hier in dem Spiel nicht die Tode sehen. Aber wir haben 20 Kills bisher. Ich denke mal, wir sind so ungefähr, ja, 40 Mal oder so. 40 Mal oder sowas gestorben. Kommt, ich glaube, das kommt so hin. Komm, noch einmal Platten rein und dann wechseln wir auch den Modus, weil, wie gesagt, Leute, es ist nur Herrschaft. Es ist ganz normal Herrschaft. Digga, was hast du gerade gemacht mit deiner NC41? Du chillst hier und was machst du? Worauf wartest du? Beweg dich doch, Mann. Es ist ein Run-and-Gun-Game, Mann, ey. Alright, Leute. Wir haben eine neue Map auf Dome. Aber nicht das Dome, was wir kennen, weil das ist der... Das ist so... Das ist die... Es ist der schlechte Bruder von Dome, okay? Es ist der schlechte Bruder. Wünsche mir Glück, Leute. Hoffentlich rage ich nicht hier. Hoffentlich rage ich nicht. Alles easy, Leute. Es ist Vanguard. Es ist Spaß...
Ich glaube, man merkt ein bisschen, dass ich auf... Wait, ist die Type 100 schlecht geworden? Ist die schlecht geworden? Wann gibt es so viele Hitmarker? Okay, komm, wo... Haben sich die Türen gerade von alleine geöffnet? Das war gruselig. Geht die Rush einfach so dumm rein. Let's go. Free kill für mich. Komm, ich brauche eine neue Waffe. Mal schauen, ist die gut, ist die gut? Ist die neue Waffe gut? Oh, okay. Nice, nice, nice. Okay, gute Waffe. Ich dachte, in Vanguard sterben die Leute immer viel schneller, aber die schlucken voll viel. Let's go. Alles easy peasy, lemon squeezy. Oh, ich bin hinter denen, ich bin hinter denen. Jetzt haben die bestimmt Angst. Oh yeah, Baby. Ich bin... Ah, und deswegen macht Vanguard Spaß, die Kills zu machen. So, es macht schon Spaß. Manchmal macht Vanguard Spaß, aber wirklich nur manchmal. Nur manchmal. Ich versuche mal, den Juggernaut zu bekommen. Diesen flammenden Juggernaut. Das war's auch schon mit dem Juggernaut zu bekommen. Oh mein Gott, doch, doch, doch. Die schlucken mehr, die schlucken mehr, die schlucken mehr. Und Saggers, Alter. Saggers, der tötet mich gerade die ganze Zeit. Oh, halt ich hoch. Spring. Oha, kurz Spider-Man geworden. Wie hoch ist die wieder gesprungen? Spawn, die hier aufpassen. Digga, diese Saggers, er bringt mich so oft. Ah, geiler Spawn, Vanguard. Nice. Mitten im Battle, direkt aber. Das war mal knapp 98 zu 100. Ich bin sogar Erster. Gut, dann war mein Team richtig beschissen. Aber für euch würde mal sagen, das ist das Video. Lasst ein Like, aber da schaut gerne auf Twitch, weil es jeden Montag, Donnerstag, 6 bis 18 Uhr. Die Vanguard-Updates sind immer noch scheiße und es macht wirklich keinen Spaß. Die bringen keine Updates raus. Die machen nichts. Gar nichts. Ich hab sogar gewonnen, Alter. Ich bin MVP. Let's go. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.